zum Entspannen zu bringen. Ich freue mich heftig. Ohne Scheiß, ich habe mir diese App schon die letzten Tage so oft abends stundenweise reingezogen. Und das sage ich jetzt nicht nur hier so wegen dem Placement, sondern wirklich no joke. Die App ist genial und ich hoffe, ihr kommt rüber und schaut euch unsere Show mit uns gemeinsam an. Also wir starten sie und ihr guckt zu und könnt euch beteiligen. Ihr könnt uns in der Live-Show Live-Sprachnachrichten, die wir laut abspielen können, eure Fragen, wir können mit euch interagieren. Es ist wirklich mega, mega cool. Und das Coole ist, ich werde mindestens 3 Live-Shows innerhalb der nächsten Woche, also jetzt mit der heute, in den nächsten Tagen mit euch gemeinsam starten. Ich bin mega gespannt auf eure Meinung. Die App ist natürlich kostenfrei. Checkt es aus. Wir sehen uns heute Abend gemeinsam. Ja, wie ihr schon sehen könnt, sehe ich echt, man kann es wirklich sagen, übel aus. Man sieht die ganzen roten Flecken im Gesicht. Es sieht aus wie Pickel, aber ich hatte durch Corona einen heftigen Ausschlag, der immer noch leicht zu sehen ist hier, da überall mein ganzes Gesicht war am ersten Tag komplett voll. Also es war schon sehr übel. Ich mache ja heute das Q&A, möchte eure Fragen beantworten. Ich denke, das ist für mich so zum Wiedereinkommen ganz angenehm und auch vielleicht für euch sehr interessant, was sich so verändert hat oder was bei mir so los ist. Ich habe mich extra nicht geschminkt aus dem Grund, weil ich immer noch krank bin. Und dieses 1,5 Stunden, es dauert wirklich eine Stunde, bis ich fertig geschminkt bin. Hinzusetzen, so viel Kraft und ein Zeitaufwand ist, den ich einfach jetzt in dieser Krankheitsphase halt einfach nicht machen möchte. Und deswegen hoffe ich, ist es in Ordnung, dass ich heute aussehe wie eine Vogelscheuche. Ihr könnt es auch ruhig in die Kommentare schreiben. Alles ist gut, ich weiß, ich sehe übel aus. Mein Gesicht ist noch an bestimmten Stellen geschwollen. Ich habe einen Ausschlag. Ich bin halt krank, so. Ich hoffe, ihr könnt das so verstehen. Es ist in Ordnung. Beim nächsten Mal hoffe ich, dass ich dann wieder frisch, gesund und adrett aussehe. Jetzt hole ich aber eben mein Telefon, was hier vorne schon liegt. Und ich habe euch ja bei Instagram und bei YouTube nach ein paar Fragen gefragt, die ich beantworten möchte hier in diesem Q&A, die ich jetzt beantworten werde. Ich gucke mal nach, was ihr so gefragt habt. Ich versuche dieses Video so wenig wie möglich zu schneiden, um halt, das so ein bisschen besser rüberzubringen. Ja. Kommt irgendwann ein Pokémon oder Dragon Ball Roleplay? Fragt DJ Star Sunglasses. Erstmal liebe Grüße und ich habe immer noch so Atem.
Muskelentzündung. Ich habe auch Herzstolpern. Also es ist was nicht durch Corona. Also ich bin 25 Jahre alt, habe nie Vorerkrankung gehabt, bin immer kerngesund. Und jetzt hat es mich richtig heftig getroffen. Ja, Herzprobleme und immer noch mit meiner Lunge. Ich kann schon besser atmen, aber ich habe Schmerzen noch hier in dem Bereich. Bei Anstrengung oder wenn ich etwas zu viel mache, merke ich direkt. Ja, gestern war ich wieder kurz davor, ins Krankenhaus zu fahren. Nachdem ich beim Stall war, hatte ich so schlimme Herzschmerzen. Auf jeden Fall nicht zu spaßen und ich wünsche jedem, dass er das nicht bekommt und ganz vorsichtig ist. Ja, und um da bin ich komisch atme. Was war dein früherer Traumberuf und was ist es jetzt? Ich wollte immer Synchronsprecher werden. Das ist mein absoluter Traumberuf. Würde ein Grund in Frage kommen, um mit YouTube aufzuhören? Nö. Nee, YouTube möchte ich immer gerne weitermachen. Was ist dein Lieblingsvideo von deinem ASMR-Channel? Ich glaube, das ist eins sogar von den recht neueren, von den letzten 20. Ich glaube, das ist dieses Ich bring dich ins Bett-Ding. Ja, das mochte ich ganz gerne. Mit welchem Programm nimmst du die Audiospuren auf? Das mache ich mit Audacity. Mit welchem Equipment drehst du? Das kann ich jetzt auch mal ganz kurz sagen. An diesem Moment keine bezahlte Werbung. Ich nehme von Elgato das Ringlicht oder ich nehme allgemein die ganzen Elgato-Produkte. Link habe ich auch unten in der Info. Schaut gerne vorbei. Ich arbeite nur mit den Elgato-Sachen. Ich liebe sie. Und dieses Ringlicht ist auch mein Baby. Ja, die benutze ich immer so für meine Videos und Streams. Sexualität und auch an die Leute, die irgendwie
ich ist so, hä, das ist mir doch egal. So, dein Charakter zählt. Das, was du bist, so der Rest ist mir. Ja, egal. Ich verstehe. Ich frage mich immer so, was geht in den Menschen vor, die sowas machen oder so denken? Ich versuche immer so, daraus schlau zu werden, aber ich verstehe es nicht. Wie kann man jemanden verurteilen, weil er vielleicht dunkelhäutig ist? Hä? Warum? Hä, warum? Ich verstehe es nicht. Ich finde auch, dass Dunkelhäutige so was Besonderes auch an sich haben. Ich finde, das sind so, nicht um die jetzt irgendwie zu kategorisieren, aber ich finde, ich persönlich, das ist jetzt wieder eine Geschmackssache, finde, das sind einfach voll die attraktiven Menschen. So, hä? Ist natürlich Geschmackssache, klar. Man muss nicht immer alles gleich attraktiv finden, aber bei mir persönlich ist es halt so. Deswegen, ich verstehe das nicht. Ich bin auch total da so. Oh, ich habe mich schon wieder in Rage geredet. Erstmal wieder Luft schnappen. Wann hattest du dein erstes Mal? Das hatte ich mit 16 mit meinem ersten Freund. Krankheitsverlauf habe ich gerade erzählt. Psychisch so fertig macht. Also ich bin wirklich heftig
sag alles okay und so, aber ich bin psychisch wirklich am Ende. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht richtig gesund, wobei ich ja weiß, ich habe die schlimmste Phase überstanden. Aber irgendwie habe ich es jetzt schon 3 Wochen und immer noch belastet es mich so. Ich gar nicht.